Das ist Real Life auf der CMT in Stuttgart. Hier ist Simone. So rennst du immer schon rum. Da ist die Tasche mit drin und der Mantel. Hier wird im Moment nicht aufgemacht, das ist das Schöne. Ja, du hast den T699 EBNB, den wir jetzt mal filmen werden. Und dann geh mal in Position. Ich gehe schon mal außen rum. Fiat Ducato 8 in dem Fall drunter. Und Forster baut auf voll GFK in Italien. Und da sieht man auch, es gibt viele Angebote, fast das ganze Fahrzeug komplett zugebaut, wie man es hier sieht. Aber das Wichtigste könnt ihr sehen, ein 7 Meter Auto mit großer Garage hier mit drin. Die Kirchenglocken läuten auch gerade. Spannend, denn wir haben ja Sonntag hier auf der CMT. GFK Heck, eine Crash-Maske hier hinten. Also damit, wenn ihr mal anstoßen solltet, da auch kein Problem habt mit den Reparaturen. Und eine gleich große Tür auf der Seite, das Ganze natürlich auch mit Licht. Gaskasten ist hier hinten im Heck drin. Das ist auch eine Besonderheit, die wirklich nur ich bei dem Fahrzeug hier gesehen habe. Es sind Zoösen mit drin, die wirklich ordentlich dann auch verzurrt sind. So, ich überlege gerade, wo die Glocken herkommen jetzt. Du hörst sie auch? Wir sind in der Kirche, heute ist Sonntag. Das ist doch keine Kirche hier. So, es ist, ja. ist die Halle 1, wo wir gerade sind. Ja, guten Morgen, Simone erstmal, dass wir das sehen, eine Aufbautür von Lippert, die sensationell schön ist, sensationell. Sensationell. Sag mal, das war das Wort, wo die Leute drunter geschrieben haben, sag ja nicht mehr sensationell. Ja, aber ich darf es noch sagen. Du darfst es noch sagen, aber nur wenn es sensationell ist, das machen wir so. Teil integriert 699 EB mit Lippert Aufbautür, das Ganze auch mit ordentlichen Fenstern, Aufsatzfenstern hier drauf. Und man muss sagen, man kriegt relativ viel Wohnmobil fürs Geld. Du kriegst hier also ein ganz langes Auto, 7 Meter Auto für 65.800 Euro. Und die Details, die zählen natürlich. Es ist Full GFK, Bodenheck, alles drum und dran. Das ist schon mal wichtig für die Haltbarkeit. Der Boden selber sehr, sehr schick. Hier hast du einen kleinen Auszug mit drin, der die Arbeitsfläche erweitert. Aber da hast du schon gesagt, das hast du schon mal anders gesehen. Aber ich denke mal, einen Kaffee draufzustellen. So ist es. Dann irgendwo muss der Preis ja auch herkommen. Ja, eine Halterung, dass du dich auch reinbegeben kannst. Ja. Es ist ein interessantes Detail. Fun Fact, ja, er hat keine Stufe, denn er ist so tief, dass man einfach einsteigen kann. Der also klar, wenn man jetzt hier für die Besucher ist es ganz praktisch, weil man halt in so viele Fahrzeuge reinschaut, aber man braucht es praktisch nicht. So, was macht die Uhrzeit eigentlich? Dann, warte mal. Sieh mal. Die Zombies kommen gleich. Na, dauert noch ein bisschen. Oh, es ist 9 Uhr. Sag mal, kann das sein, dass die Messe um 9 Uhr heute aufmacht? Nicht, dass ich wüsste, oder? Nee, hoffentlich um 10, ja. Weil ja, sonst kommen wir hier nicht mehr durch. Also, liebe Besucher, bitte nicht übel nehmen, aber das, was wir gestern erlebt haben, das Reinströmen von ungefähr 30.000 Leuten in ungefähr 5 Minuten, das hat mir die Sprache verschlagen. Große Rundsitzgruppe, die auch länger ist. Also, hier hast du sehr viel Platz. Ich gehe mal an eine Stelle, wo ich dich etwas besser filmen kann, dass wir das sehen. Und hier auch mal die Ausführung: Fiat Ducato 9 mit ZF 9-Gang-Getriebe. Ohne Hubert? Oder Fiat Ducato 8. Der 9er kommt jetzt auch demnächst. Ja, ohne Hubert haben wir jetzt hier drin. Also das Gegenstück zu dem anderen Modell, was wir gerade eben gefilmt haben. Den, wie hieß der? 6? Muss ich ja mal schauen. Gegenüber 659. Den haben wir gefilmt. Und hier siehst du großes Panoramadach. Und da das Hubert ja fehlt, ist das Raumgefühl hier drin nochmal wesentlich größer. Riesenstehhöhe. Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Überlegung wert. Wenn man das Hubert nicht unbedingt braucht, das Raumgefühl im Alltag ist hier wirklich wie in der Turnhalle. Ja, also für 2 Meter Leute eigentlich auch gar kein Problem. Du bist 1,86, hast noch 15, 20 Zentimeter Platz. 1,83 mit Schuhen, ja, aber ich werde es beantragen bei der Behörde, dass sie das jetzt ändern sollen, jetzt wo Simone das gesagt hat. Ja. Das finde ich süß, das sind diese kleinen von den Fritten, gell? Ja, und das verschwindet komplett in diesem großen Waschbecken. Ja, 2 Flammen Kochfeld. Nee, 3. Ich bin total durcheinander hier, weil es ist groß. Mit Piezo-Zündung natürlich. Also brauchst keinen Spritzschutz. Und einem doppelten mit 4 Scharnieren mit drin. Also auch das ist ordentlich verarbeitet. Unten auch nochmal ein Metallprofil, was du hier dran hast. Was das Ganze auch nochmal hält. Was ich nicht so ganz weiß, ist, was das Satellitensymbol hier hat. Auch nicht, weiß ich auch nicht ganz genau. Könnte, ach, das ist der Sat-Receiver, der ist da drunter. Guck mal gerade. Der ist bestimmt
Der ist bestimmt hinter dem Teil hier drunter, das könnte sein. Ein Aufkleber. Ja, also da ist ein Aufkleber drauf. Ich weiß es nicht, aber hat wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wir jetzt mal wieder den Detlef, der uns auch gestern das Licht gezeigt hat, das wir nicht gefunden haben im Forster. Ja, jetzt drehe ich schon so lange Videos und habe den Hauptschalter nicht gefunden. Große Dusche mit fester Duschtür. Hier der Lichtschalter. Da ist der Lichtschalter. Genau, und das Bad ist noch ein bisschen anders aufgeteilt. Hier haben wir wieder das, wie nennt man das, Rost? Das Duschrost. Duschrost, genau. Ich verstehe aber nicht so ganz den Sinn. Ist das jetzt eine Optiksache oder? Nein, es geht darum, dass du in der Dusche Sachen transportieren kannst und da auch dich reinstellen kannst. Es sieht auch nett aus. Ja, du kannst es im Regelfall auch benutzen drin. Und wenn du was reinstellst, damit das Plastik hier unten geschont wird, ja, okay. Also da kannst du oben was draufstellen. Weil das ist natürlich, wenn du damit hart umgehst, kann es sein, dass es da schon mal Beschädigungen gibt. Ja, okay. Und dafür den Rost. Alles klar. Außerdem sieht es gut aus. Also ja, genau. Hat sich irgendwann mal so gezeigt. Und das Wasser fließt halt gleich unten durch, ne? Steht nicht gleich, also man steht nicht so. Meistens. Hier ist eine ganz normale 230 Volt Steckdose, stimmt das? Ja, sieht so aus, oder? Ja. Und da vorne ein großer Spiegel. Ach, jetzt kapiere ich das auch. Das heißt, du hast das Rost eigentlich drin, wenn du das hier standardmäßig benutzt, weil ja hier auch das Waschbecken mit drin ist. Mhm. Da du aber eine feste Duschabtrennung hast, macht das auch Sinn, wenn du hier mit Straßenschuhen ja reinkommst. Das heißt, du musst mal dringend auf Toilette, Hände waschen und so. Und damit das nicht beschädigt wird. Ach so, ja. Ja. Weil du stehst ja, ja du hast ja nicht nur Duschfunktion ja, hier, ja. Sondern du benutzt ja diesen Duschteil dann auch hier, immer um ja. Zähne putzen und keine Ahnung was. Und da ist das hier unten wahrscheinlich nicht so schön. Und zum Duschen kann ich es dann rausnehmen, gerade wenn ich die Höhe auch brauche. Also hier auch, es ist Wahnsinn von der Höhe. Du hast also Leute, als Fahrzeug kannst du benutzen für Menschen, die auch wirklich fast 2 Meter groß sind. Und da deine Lieblingsbeschäftigung, Haare waschen? Nee, mag ich nicht so gern. Magst du nicht so gern? Nee. Ich auch nicht. Muss aber halt sein. Meine 3 Haare. So, komm, wir gehen mal nach hinten. Ja. Ich halte hier mal die Tür offen. Was wir schon berichtet haben im letzten, sind große Schränke. Das ganze Hochglanz. Auch da mal ganz schnell öffnen, alle 4. Da gibt es noch eine Zwischenschublade mit drin in dem rechten Schrank. Das ist ganz praktisch. Auch hier riesengroßen Platz nochmal. Da ist diese Zwischenschublade. Nicht da unten, sondern da oben. Ja. Das ist interessant. Hier kannst du ganz schwere Sachen reinmachen, weil du keine Schublade hast. Ganz unten. Ist auch bei den Wohnwagen immer so. Und wie du merkst, richtig Softclose mit drin. Das weigert sich schon fast rauszukommen, wenn es unbeladen ist. So, großer Kühlschrank, AES. Hier oben könnte man sogar noch eine kleine Mikrowelle machen, wobei, wenn die warm wird, würde ich es vielleicht doch nicht machen, nur Ablage machen. Hier riecht es voll nach Fisch, riechst du das? Ja, also ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ja, so dann, da oben hast du ein Gefrierfach. Ich glaube, die hatten da schon was drin. Ja, das kann ja sein, dass sie da was hatten. Aber es ist oft so, der hat ja so eine Zwischenfunktion mit drin. Du weißt, dass man den halb auflassen kann. Nee. Ja, du kannst ihn halb auflassen, wenn du ihn außer Betrieb nimmst, damit innen die Feuchtigkeit ausziehen kann, hat er so eine Zwischenfunktion. Okay. So, ganz schnell, geh mal hoch. Ein Längsbett, erweiterbar zur Liegewiese. Und hier haben wir eine Besonderheit, du hast einen harten Kern hier unten drunter, sodass du also nichts... Sehr schön. Klopf, klopf. Und du hast... Boah, dieser Fischgeruch. Das ist nicht Fisch, das ist Gummi. Das ist doch, echt? Ohne Witz, ja. Das ist, es ist, der war ja noch nie in Betrieb, also ich glaube nicht, dass so da Fisch drin ist. Der Räucheraal. Ja, genau. Ja, das ist so dieser Gummi, wenn er noch nie in Betrieb war, das kann schon mal sein. Die tränen ja schon die Augen, ja. So, was ist da drin? Staufach. Und das kann man auch von oben öffnen, probier mal. So ist es. Denn das ist wirklich gut gemacht. Einfach hochziehen, Gasdruckfeder und dann kommst du an das ganze Staufach. Und das ist wirklich so groß, da kann man eine Hundehütte reinbauen. Ja. So ist es. Das ist übrigens der Außenstromanschluss, siehst du da rechts? Mhm. Also das, was du außen siehst, die Dose. Ja. Und auf der anderen Seite das gleiche. Nochmal drin. Hier mit ist die Stange. Eine Duschstange mit drin. Hier kann man aber ja auch nochmal was reintun. Ja, Ablagefächer und Flächenvorhänge. Boah, es ist noch echt früh. Ich habe gerade eben Duschstange gesagt. Ich meinte Kleiderstange. Ich hab's auch. Aber die Leute, ist nicht schlimm. Komm, wir gehen raus. Da ist er. Wir sind extrem früh aufgestanden. Bei Forster haben wir gefilmt, wenn noch kein Mensch da ist. Und der teilintegrierte 699 EB, er hat es wirklich in sich. Und in sich hat auch sich der Preis mit 65.800 Euro.
Das ist schon eine Stange Geld, aber du kriegst auch ein Riesenauto mit 7 Meter Länge, einem ordentlichen Fiat drunter und kannst das Ganze auflassen bis 4,4 Tonnen. Das ist also auch... ja, schon gut. Darfst du dann nur nicht mehr fahren? Nee. So, da sind wir doch wieder beim Aufruf. Ja. Liebe, dann kommt's wieder. Liebe Zuschauer, ihr könnt also wirklich hingehen und könnt also dann der Simone mal anbieten, dass wir einen Führerschein machen. Wenn ihr rund um Aschaffenburg eine Fahrschule habt und mal ein bisschen PR und Promotion braucht, ja, dann wendet euch an uns und wir werden euch in Kontakt zur Simone machen. Sie wird das Ganze filmen, auf German Television senden, wie sie den C1E machen wird. Das will keiner sehen. Ich schrei da wenn ich fahre bei der Straße rum und ja. Wird lustig. So, hier sind wir. Letzter Messetag, 22. Januar 2023. Die CMT in Stuttgart mit Simone. Tschüss.